Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time, und mein Gamepad ist nicht angestellt. So, Gamepad ist drinne. Und ja, was gibt's zu tun? Wir müssen einmal nach ganz unten, denn als ich mein Video nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, du hast doch bei Prinzessin Mutu was übersehen. Ja. Ja, ihr könnt euch bestimmt noch an die eine Stelle erinnern, wo wir diesen Ritz in der Wand gesehen haben. Und diesen Ritz in der Wand, den brauchen wir noch, denn da ist eine Truhe versteckt. Und ich kann wetten, in dieser Truhe befindet sich ein kleiner Schlüssel, weil wie soll es anders da sein? Und zwar genau da, und da ist eine Truhe. Oder der große Enterhaken. So, und erstmal müssen wir natürlich das Wasser nach ganz unten ablassen, denn dann können wir wieder in die zweite Ebene gehen und uns das Wasser in die zweite Ebene machen. Und dann ist alles toll, weil dann klappt alles so, wie ich es meinte. Und jetzt ja hier und gehen hier rein. Au. So. Und wenn dann hier hin. Und wie konnte ich bloß diese Stelle übersehen? Ich frage mich, wie ich diese Stelle bloß übersehen konnte. Egal. So. Jetzt gehen wir einmal hier hin. Und schwupp. Denn ich war ja noch nicht ganz unten, als ich die Ebene etwas höher gemacht habe. Ich war ja nur unten, wo die Ebene ganz oben war. Und ganz unten war, also kein Wasser da war, aber noch nicht so. Und ich kann wetten, jetzt ist das, was ich, also trete das ein, was ich eben vorher gesehen habe, und zwar, dass da ein Schlüssel ist. Und wenn das der Fall ist, dann erschlage ich mich. Also, als Sprichwort jetzt, ne? Weil ich muss ja noch weiter Let's Playen, so kann ich mich nicht erschlagen. Eine kleine Truhe. Na gut. Und ich rüste mal wieder meinen Bogen aus. Yay. Ba-ba-da-bam. Ein kleiner Schlüssel. Müssen wir wieder nach ganz oben, wo wir herkamen, in das Ding rein. Das müsste irgendwo hier sein. Hier müsste irgendwo die Tür sein, genau da. Wow, mach dich weg. Aber sowas von weg. Geh weg, geh weg, geh. Lass mich in Ruhe. Puh, geschafft. So, jetzt kommt da gleich noch so eine Spinne runter. Ich hole schon mal mein Schwert her. Zack. Und jetzt Pfeil im Bogen. Warum auch nicht? Ich mache natürlich ein paar Fehlschüsse. Und jetzt klappt es. So. Und jetzt sind wir hier ganz oben. Was ich natürlich zuerst mache, ist
verschichtet. Kaputt bashen. Weil das würde uns nerven und das will ich nicht. So. Yay, einfach mal Pfeile eingesagt. Auch mein Link, jetzt schwimmen hier hoch. Ich habe ja erst vorgehabt, den Wassertempel mit meiner Kokiri-Rüstung zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, machst du nicht. Weil das wurde auch schon gemacht von einem Let's Player und ich wollte ihn halt nicht nachmachen und so. Boah, Rubine. Ich habe ja nicht genug. Die Skulptur, die da ist, ignorieren wir mal wieder. Und wir lassen sie runterrutschen. Hep. Super. Darf man sich keine Zeit lassen, denn ansonsten fällt man hinten in den Abgrund runter. Nein, komm, hoch da. Jetzt noch da hoch. Hop. Ah, Link los. Ha, geschafft. Und jetzt hier die Schlüsseltür. Was befindet sich dahinter? So ein Raum. Oh mein Gott. Bam. Bam. Bewegt sich nicht. So. Erstmal alle Gegner geplättet in diesem Raum, denn das muss halt sein, ne? Meine Zielkünste sind auch mal wieder an diesem Part sehr toll. Wir müssen jetzt das wieder runter machen, denn wir müssen uns darüber handeln, weil das halt so sein muss. Zack. Und jetzt hüpfen wir hier einmal drüber. Und knallen das Ding wieder ab. Ziehen uns dann hier rüber. Knallen das Ding wieder ab. Also hier in diesem Raum muss man einfach nur eins das Ding abknallen, damit man das schafft. Ziehen wir hier hoch. Und ich glaube, da oben warten gleich Gegner auf uns. Zack. So, und jetzt fragt sie sich ja, oh nein, da ist ein Raubstein, wie komme ich an dem vorbei? Ihr riskiert es einfach mal. Zack. So, tot. Ihr kriegt halt 15 Rubine. Magie, Magie. Ich hätte es zwar besser gefunden, wenn ich Herzen bekommen habe, denn... Oh mein Gott! Normalerweise müsstet ihr jetzt unten auf den Schatten achten. Da man aber das hier auf dem Emulator anscheinend nicht so sieht wie auf dem richtigen GameCube, geht halt nicht. Und wir rollen hier lang. Die Tür ist versperrt, die andere auch. Und da am Baum. Oh mein Gott! Es ist Schattenweg. So, wie kann man den am besten besiegen? Ja.
Er blockt jeden Angriff von euch ab. Eigentlich ist es total easy, wenn man halt die richtige Kombination hat. Aber ansonsten ist es einfach nur Knöpfe drücken. Okay, und das war's schon. Wir haben ihn K.O. geschlagen. Wir haben unseren eigenen Schatten besiegt. Und schon verwandelt sich der Raum in einen Raum. Kein Baum mehr da, kein gar nichts. Es ist ein ganz normaler Raum. Ihr könnt jetzt einfach reingehen. Und was erwartet euch hier? Natürlich! Eure Belohnung. So. Die Belohnung ist natürlich der Enterhaken. Der Enterhaken. Dies ist ein viel besserer Fanghaken. Er reicht doppelt so weit. Yay! Und was müsst ihr jetzt hier machen? Jetzt denkt ihr euch, hey, ich komme hier gar nicht mehr zurück. Ja, okay. So klappt es nicht. So ein bisschen so. Und zwar müsst ihr die Hymne der Zeit spielen. Ich hoffe, das geht jetzt auch beim ersten Mal. Ja, es geht. Und schon ist der Block weg. Und was ihr jetzt machen müsst, ist, na, ganz klar, da runterspringen. Und jetzt seht ihr schon. Oh mein Gott! Link, sei vorsichtig! Lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Ja, genau. Und da befindet sich auch schon mit Ruhe hier drinne. Ihr könnt ein bisschen schwimmen, dann solltet ihr die Eisenstiefel anziehen. Au, ich bin gerade wogegen gestoßen. Macht aber nichts. Link? Am besten ihr schwimmt hier erstmal zum Rand und zieht dann die Eisenstiefel an, nicht so wie ich jetzt, weil ihr habt ja gesehen, was passiert. Und selbst dann nicht. Link, gut, jetzt zieht sie wieder aus und schwimmt noch ein Stück weiter anscheinend. Und zwar bis hierhin und dann könnt ihr sie anziehen, ohne da reinzufallen am besten. Hopp. Nein. Hat. Das ist auch eine Skulptur, die nehmen wir auch wieder mal. Eine Fee, Fee, komm her. Ja, gefangen. Ich habe die Fee gefangen. Du hast eine Fee gefangen. Yay. Jetzt habe ich zwei Feen. Das heißt, ich brauche nur noch eine und dann habe ich erstmal volle Feen wieder. Und, ah, genau. Ich wusste doch, irgendwo hier war noch was zum Überhalten. Hopp. Dann lasst euch hier runterfallen. Positioniert euch schon mal, dass ihr auf die kleine Truhe da schießen könnt gleich. Und aktiviert mit feinem Bogen diesen Augenschalter. Das geht jetzt auf Zeit. Glaube ich. Ja, ging auf Zeit. Und ihr findet einen kleinen Schlüssel. So, und wo landen wir jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich in dem Raum landen, wo wir vorhin auch waren. Genau. Yeah. Einmal rumschwimmen. Yeah. Ich fand den Tempel damals viel schwerer als jetzt. So,
Da er jetzt hier bis hier rüber ist, könnt ihr euch jetzt einfach hier rüber hangeln, ohne da unten gegen das Vieh noch zu kämpfen gleichzeitig. Und jetzt springt ich hier runter. Und jetzt hangelt ihr euch mit dem Enterhaken noch hier hoch. Ich weiß, ich mache den Tempel etwas kompliziert. Link, was soll das jetzt, hä? Mann, verdammte Scheiße. Ach so, ich glaube, ich habe ja den Wasserstand nach ganz oben gemacht, ne? Kann das sein? Ja. Stimmt. Nein, die wollen wir nicht angreifen. Nein, Link, die wollen wir nicht angreifen. Aber ich glaube, hier gibt es auch noch was. Und zwar noch ganz unten nochmal, weil da war ja auch noch was, ne? Hier drinne. Der Raum da, der genau vor uns liegt jetzt. Genau. Da können wir uns jetzt erstmal... Na, wenn meine Zielsteuerung funktionieren würde, könnten wir uns jetzt da hochhangeln. So. Und dann darüber hangeln. Die Tür hier öffnen. Und dann wären wir in diesem Raum. Nein, ich will hier runter. Untertauchen, Link. Dankeschön. Achtung, nicht erwischen lassen. Denn die Viecher sind unfair. Okay, wir lassen es doch erwischen. Alter! Kommt her! So, ihr sterbt jetzt erstmal alle. Einer nach dem anderen. Lass mich hier rein. Einfach hier reingehen. Oh nein. Au. Au. Ihr seid böse. Verdammt. Jetzt sag mir bloß, ich brauche... Oh, bitte lass mich hier keinen Stahlhammer brauchen, ey. Bitte. Ich hoffe es. Ah, puh. Weil, diese Mauer hätte man auch mit dem Stahlhammer kaputt machen können. Da wir jetzt eh erstmal hier rüber müssen, um den hier erstmal zu schieben. Bis zur Wand. Mache ich das jetzt gerade mal. Okay. Er ist bis zur Wand. Jetzt gehen wir hier lang und springen einmal heppa. Denn wir müssen jetzt noch ein Stückchen ziehen. Wir ziehen jetzt auch wieder bis zum Anschlag. Soweit wie wir es können. Und dann springen wir wieder rüber, oder? Komm, machen wir so. So steht er wenigstens etwas gerade. Bomben. Bomben. Also wenn man keine Bomben mehr hat, hat man hier welche bekommen. Ich hatte ja noch Bomben übrig. Eins habe ich hier welche bekommen. Also habe ich hier noch welche
kriegt dazu, damit es wieder voll ist. So, wir schieben jetzt den Biss da runter, damit er runterfällt. Und ja, und dann mal gucken, was passiert, ne? Weil das wird dann so cool. Oh, ich kann schon sagen, was passiert, aber ich will es nicht spoilern, ey. Weil es gibt ja Leute, die kennen das Spiel vielleicht noch gar nicht. Wobei, es müssten eigentlich alle das Spiel kennen. Na, komm. Mach ein Stück. Geht doch. Ja, genau. Wir laufen einfach mal ins Wasser hinein, weil wir sind cool und wir können das halt, ne? So, das Wasser ist gestiegen. Wir können jetzt hier hoch. Und ich glaube, da befindet sich auch schon der Boss-Schlüssel, ne? Kann das sein? Tür ist zu. So, hep. Ha, die haben wir es ignorieren und hier reingehen. Und dann hier aufpassen und dann hier so runterspringen. Ich hoffe, wir gehen jetzt auch richtig. Ich guck mal gerade auf die Karte. Er müsste richtig sein. Ja. Ist richtig. Geh weg. Du bist böse. Aber hinterlässt uns Pfeile. Okay. Zum Hochhang ist hier nichts. Also. Heißt Eisenstiefel wieder ausziehen. Oh nee. Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt zu dem Raum, wo der Schlüssel ist. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Oder für mich. Doch, im nächsten Part. Wenn ich halt den Schlüssel geholt habe und an der gleichen Stelle hier stehe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also Leute, ciao.